Mahlzeit, Leute. Willkommen zurück bei Far Cry 6. War's Wahnsinn, DLC. Und wir sind hier bei der nächsten Prüfung. Hier unten am Strand bei der Prüfung Schmerz. Und ich würde sagen, los geht's. Rein in den Trank. Und schauen, was uns erwartet. Endlich kann ich jemanden umbringen. Okay, kämpf um dein Leben. Das war ja abzusehen, dass das passiert. War beim letzten Mal auch so. So, die Food spare ich mir erstmal, weil wir haben 5 von 5 Stimpacks. Das heißt, wir sparen uns die Truhen, falls es wirklich mal eng wird, dass wir noch was zur Reserve haben. Da oben ist wer, hey. Ein Sniper, ne klar, Mensch. Ich trauere um das, was hey. Sein können, wenn du schwach gewesen wärst. Komm ich da hoch? Wenn du nee, nee. Genug geliebt hast. Bist du jetzt richtig wütend? Fühlt sich gut an, wa? Raketenwerfer, das ist weniger sick. Ich glaube, der Kampf geht einfach so lange, bis quasi die Sprüche zwischen Vars und Zitra vorbei sind. I think so. Du warst dazu bestimmt mächtig und stark. Ich nicht hochkommen, oder? Kannst du mir erzählen, dass ich da nicht hochkomme? Das ist doch scheiße. Nee, in das Wasser will ich jetzt nicht rein, sorry, Bro. Wo denn? Wer denn? Was ist denn mit dir? Kannst du dich mal bitte picken? Danke. Oh ja. Der kam mal nice, der Move. Hinter mir. Wieso? Wieso hast du mich verlassen? Wieso hast du der einzige. Ich ernsthaft nicht hochkommen, ist doch voller Fax. Ich will die Kohle haben. So. Das war's, Freunde. Das war ja recht easy. Also ich weiß nicht, ob ich zu viel gelevelt habe oder nicht. Ja. Was haben wir? Ach, dieser leise Lauf immer wieder. Da hinten ist noch einer. Bam. 279 Kohlen. Leiser Lauf. War irgendwie klar. Nee, keiner mehr. Jetzt können wir hier ins Wasser rein anscheinend. Yes. Bringt uns aber herzlich wenig. Finde ich immer wieder schade, wenn man so Fernseher nicht ausschießen kann. Aber gut. Man ist es ja gewohnt. So, die Truhe da hinten habe ich auch noch nicht. Die nehmen wir auch noch schnell mit. So, und dann gehen wir hier raus, Freunde. Also fand ich es mit dem Feuer wesentlich schwieriger als das auf jeden Fall. Schade, dass wir noch nicht hochgekommen sind und alles einsammeln konnten. Aber gut. So, was kann denn das gute Stück? Ja, Prüfung abgeschlossen, Schmerz. Noch da, nochmal noch da? Ah, wieder zurück. Bin gerade erst warm geworden. Okay, ich will die Kohle, Alter. Da habe ich zweimal noch da. Ganz heft. 200.000 ausgegeben. Ich hätte eigentlich was Cooles kaufen können hier. Ich habe mehr Gesundheit zum Beispiel. Oder wir behalten Kohle, wenn wir sterben. Aber mit der Kohle ist das mal egal. Das wird wahrscheinlich funktionieren, wenn wir auf der höheren Psychostufe spielen, wo es schwieriger ist, aber wir dafür mehr Kohle kriegen. Da ist das, denke ich mal, wichtiger. Deswegen brauche ich das eigentlich noch nicht leveln. Und Freunde, ich würde sagen, macht's gut, bis zur nächsten Prüfung.